Die malerische, vielseitige und attraktive Gemeinde Naters liegt im Herzen des Oberwallis. Naters bietet eine einzigartige Vielfalt bezüglich Geschichte, Natur, Freizeitbeschäftigungen und Lebensräumen. Verkehrsmässig ist Naters via Lötschberg und via Simplon direkt an die internationalen Verkehrswege angeschlossen. In West-Ost-Richtung bieten die Matterhorn-Gotthardbahn und die Zufahrtsstraßen aus dem Goms und von Visp ideale Verbindungen. Der Grenzbahnhof Brieg ist nur 5 Gehminuten von Naters entfernt und durch die A19 ist Naters auch an das Nationalstraßennetz angebunden. Auch der Nahverkehr ist gut ausgebaut. Nachtbus, Publicar, Bettmobil und Sportbus werden ebenfalls geschätzt. Dank der Luftseilbahnplatten Bellalp und Sessel- und Skiliften ist das Ski- und Wandergebiet bestens erschlossen. Naters bietet eine einzigartige, dreistufige Naturterrasse. Das Territorium erstreckt sich von 670 Metern über Meer am rechten Rhoneufer, über den Natischer Berg, hinauf zur Bellalp oberhalb der Waldgrenze und weiter bis zum 4195 Meter hohen Aletschhorn. Von den rund 100 Quadratkilometern Gemeindegebiet sind über 70% Raum für Erholung. Naters lockt mit vielen Sehenswürdigkeiten und Attraktionen. Der alte, bäuerlich geprägte Dorfkern mit den malerischen Gassen gehört zu den ältesten, besterhaltenen und schönsten Europas und ist allein schon eine Reise wert. Besonders erwähnenswert sicher auch das Museum der päpstlichen Schweizergarde, die Häuser und Kapelle in Blatten und das Aletschgebiet, das zum UNESCO-Welterbe zählt. Auch jahrhundertealte Traditionen werden hochgehalten. Dazu gehört das alljährliche Schäferfest auf der Bellalp, wenn am Ende des Sommers über 1000 Schafe von den Alpen wieder ins Tal geführt werden. Naters bietet sowohl den Einheimischen als auch den Gästen während des ganzen Jahres beste Möglichkeiten zum Skifahren und zum Wandern. In Blatten gibt es neue Attraktionen mit Minigolf, Kinderspielplatz, Planschsee und Seilpark und am Gebiet um Stausee lockt ein interessanter Klettersteig. Im Dorf selber stehen den gegen 100 Vereinen und Genossenschaften ideale Anlagen und Räumlichkeiten zur Verfügung. Überregional bekannt sind der Fußballclub Naters und die Musikgesellschaft Bellalp. Naters ist als Wohnort sehr gefragt. Neben den klimatischen Vorzügen der Sonnenterrasse und einer hohen Lebensqualität bietet die Gemeinde Naters umfassende Dienstleistungen für alle Lebensphasen.
Das Bildungsangebot ist breit gefächert und umfasst Primarschule, Orientierungsschule und Erwachsenenbildung. Weiterführende Schulen gibt es in der Region. Kindergärten und Kinderhort, Vor- und Nachschulbetreuung mit Mittagstisch sowie eine Kindertagesstätte ergänzen das Angebot. Nathers ist, neben der hohen Attraktivität als Wohnort und Tourismusziel, auch ein Wirtschaftsstandort mit einem breit gefächerten Spektrum an Firmen. Die Lauber Ivisa im Haus- und Energietechnikbereich und die Rhone-Mühle sind wichtige Aushängeschilder. Das Angebot zum Einkaufen bietet einen umfassenden Mix von Großverteilern, Detailisten und Spezialgeschäften. Hotels und Restaurants runden die Dienstleistungen für die Gäste und für die Touristen ab. Die Gemeinde Nathers verfolgt klare Ziele. Auf der Basis gesunder Finanzen werden das Gewerbe und der Tourismus intensiv gefördert. Zur hohen Wohn- und Lebensqualität tragen die schöne Lage, die tiefen Steuern, das breite Bildungsangebot, das aktive Vereinsleben und das mannigfaltige Naherholungsgebiet bei. In Nathers sind Sie herzlich willkommen. Als Besucher, als Feriengast, als Einwohner und als Gewerbetreibende.